Heute laufe ich 5 Kilometer, allerdings mit folgender Herausforderung. Ich halte nach jedem Kilometer an, um 10 Liegestütze zu machen, 10 Kniebeuge und 1 Minute Plank, bevor ich weiterlaufe. Das Ganze eben 5 Mal. Nächste Herausforderung, ich will das Ganze in 35 Minuten oder schneller schaffen. Ich habe auch ein neues Kamerakind dabei, damit ich nicht immer so alleine bin. So, ich laufe jetzt los, filme mich ein bisschen nebenbei und dann sehen wir uns in ungefähr 1 Kilometer. Wahrscheinlich hier wieder, weil diese Runde, die ich mir ausgesucht habe, geht ungefähr 1 Kilometer. Ich bin mal gespannt. Also, oh Moment, die Uhr. Auf geht's. So, bis gleich. Okay. So. Die Schwierigkeit dabei ist ja nicht nur, ich muss es in 5 Minuten schaffen, also 1 Kilometer in 5 Minuten. Und ja, Plank ist 1 Minute und den anderen Quatsch rechnerisch auch in 1 Minute. Sollte funktionieren in insgesamt 35 Minuten. Ich spule mal vor, weil ich nicht die ganze Zeit quatschen will. Mal eben kurz was zum Ablauf. Ich habe mir auf meine Uhr also so ein Workout erstellt, das aus 3 verschiedenen Abschnitten besteht. Einem Laufabschnitt mit 1 Kilometer Länge. Und sobald der Kilometer abgeschlossen ist, geht das Workout automatisch zum nächsten Abschnitt über. Das wäre dann ein freies Training für Kniebeugen und Liegestütze. Wenn ich das Training beendet habe, schalte ich manuell weiter zum dritten zeitbasierten Abschnitt für die Planks. Nach Ablauf der Minute beginnt dann alles von vorne. Insgesamt dann 5 Mal. Juhu, gut geschätzt. Ich war zu schnell. 10 Kniebeuge. 10 Kniebeuge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was war noch? 10 Liegestütze. Oh fuck. Gesichtstracking. 10. Jo. Plank. 10. Das sieht hier keine. Na ja. Wenn ihr mehr kommt. Und wenn ich überfahren will, lass es passieren. Oh Gott. 20. Ich war auch ein bisschen zu schnell vorhin. Und das merkt man. 3. So, weiter geht's. Runde 2. Okay. Das war anstrengend. Ich laufe jetzt noch ein bisschen langsamer. Wie man gesehen hat, musste ich ein bisschen abkürzen. Über den Rasen. Das mache ich normalerweise nicht. Aber ich wäre sonst zu früh rausgekommen. Oh Gott. Ich halte mal auf Sturm. Was ich hier mal erwähnen möchte, das ist jetzt keine Ausrede oder sowas, aber
da die Zeit fürs Laufen direkt startet, nachdem ich die Planks beendet habe, waren die 35 Minuten als Zeitrahmen im Nachhinein gar nicht mal so großzügig. Ich hatte auch eigentlich kurz überlegt, ob ich das Ganze auch in 30 Minuten schaffen könnte oder 32, aber naja, warten wir mal ab, was hier am Ende rausgekommen ist. Runde 2. Wo soll ich mich hinlegen? Standardfrage. Okay. 10 Kniebeuge. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Wollen wir das sehen? Jo. Das waren 10. Ich hänge hinter der Zeit. Und jetzt Planks, richtig? Hast du den Schweiß drauf, den mir so runterläuft? Schon 30 Sekunden fast. Falls jemand fragt, warum ich das mache, ich weiß es nicht. Ich habe ChatGPT gefragt nach irgendeinem Scheiß. Und das kam dabei raus. Danke. Sechs, fünf, 4, 3, 2, 1 und los. Runde 3. Bis gleich. Ach ja. Läuft der Scheiß in die Augen. Und ich weiß nicht, warum ich das mache. Ungewohnt. So wirst man, wenn da jemand mit der Kamera in der Hand Runden dreht. Naja, bis gleich. Wenn du das Video bisher geguckt hast, erstmal schon mal ein dickes Dankeschön. Danke auch an Sebastian für die Aufnahmen von mir, wie ich mich da quäle. Mir ist übrigens klar, dass die Planks jetzt nicht so akkurat sind oder waren, also von der Körperhaltung her. Aber in dem Moment fand ich das, sagen wir mal, okay. Und die Liegestütze waren aber ganz gut, denke ich. Naja, ein dritter Kilometer geschafft. Es wird immer anstrengender. Verstehe ich gar nicht. Okay. Kniebeuge. Muss ich mir ein bisschen beeilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wollen wir das sehen? Ja. Autsch. Ich hätte mal eine Decke mitbringen sollen. Und nur noch 2 Runden. Hey.
30 Stunden. Fünf, vier, drei, zwei, los. Scheiß drauf, ich muss mal Brille putzen. So wird es halt mal sein. Okay. Runde vier. Auf geht's. Bis gleich. Ich bin eigentlich schon K.O., aber ich mach das jetzt. Nur für mich. Natürlich. Tja, vierte Runde, vierter Kilometer. Und während ich mir gerade beim Laufen zusehe, überlege ich mir, was ich mir zum Mittag machen könnte. Ich denke mal irgendwas mit Kichererbsen. Die sind immer gut. Eifer und Kichererbsen, das ist eigentlich eine gute Idee. Wer das kennt, bitte mal kommentieren. Also mir schmeckt das sehr gut. Das war die langsamste Runde. Aber so ist das nun mal. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich schwitze übrigens und stinke ganz doll. Und Planks. Mir rennt der Schweiß in die Augen. Also wenn das Video keine 500.000 Aufrufe bekommt, dann mach ich das nochmal. Drei, zwei, eins, los. So, letzte Runde. Bis gleich, kann ich mehr. Schon gesagt? Naja, alter Mann beim Jammern. Fällt auch gar nichts mehr ein, was ich noch erzählen könnte. Die Katze liegt hier neben mir auf der Couch und pennt, während ich hier hart arbeiten muss. Naja. Okay, letzte Runde geschafft. Das war's. Fast. Leck mich. So, ganz schnell. Und Planks.
Was meinst du, habe ich es geschafft? Knapp. 35,7. Ah, scheiße. 35,7, warum? Bin ja so ein bisschen enttäuscht. Wasser ist schief gelaufen. Schnellste Runde 4,24. Und trotzdem nicht geschafft. Oh, fuck. Oh, kacke. Alter, 7 Sekunden. Warum? Oh, ich dachte noch so, 35 ist aber ganz schön viel. Aber doch, nee. Oh. Übrigens kein Schweiß. Das sind Tränen, die ich mir aus den Augen wische. 7 Sekunden? Das ist ein Zehntel von 70 Sekunden. Ja, okay, ich würde sagen, ich mache das Ganze nochmal irgendwann. Und dann schaffe ich das. In dem Sinne, ich habe nichts mehr zu sagen, ich muss erstmal eine Runde sterben. Wer noch Ideen hat für irgendwie weitere Herausforderungen, kommentieren. Ich hole mir jetzt eine Pizza. Tschüss.